Moin und Wattmanns Heil vom Team Vince. Wärmebildgeräte sind eine fantastische Möglichkeit, um sich einen Überblick in den Revieren zu verschaffen. Das kann die Hasenzählung sein, das kann aber auch beim Ansitz sein, dass ich wirklich wissen möchte, was tummelt sich dort alles vor meinem Hochsitz oder bei der Pirsch oder beim Angehen an einen Hochsitz. All dort können Wärmebildgeräte gut eingesetzt werden, um zu beobachten. In der Regel sind Wärmebildgeräte sehr teuer. Wobei teuer natürlich mal relativ ist, wenn man es auf die Leistung bezieht. Wir wollen uns heute mal ein Einsteigergerät der Firma Flier anschauen, nämlich das Flier Scout TK Kompakt. Die kompakte Variante bietet die Möglichkeit, bis ca. 90 Meter ein ansprechendes Bild zu bekommen. Darüber hinaus habe ich auch die Funktion, zum Beispiel ein Bild aufzunehmen, und zwar direkt, ohne eine zusätzliche Cam anschließen zu müssen oder auch ein kleines Video zu drehen. Schauen wir uns das kleine und wirklich handliche Gerät mal näher an. Zum Lieferumfang gehören neben einer kurzen Bedienanweisung ein USB-Kabel und die Kompakt selber. Auch eine kleine Trageschlaufe gehört dazu. Um Bilder herunterladen zu können, aber auch um den Akku laden zu können, habe ich hier vorne einen kleinen USB-Eingang. So kann ich die Kamera leicht laden. Nach dem Einschalten habe ich die Möglichkeit, verschiedene Helligkeitsstufen zu wählen, für ein Bild auszulösen oder aber bei gedrückt halten des Schalters auch ein Video aufzunehmen. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten der Ansicht. Das heißt, das Wärmeobjekt wird in verschiedenen Kontrastfarben dargestellt. Das kann wählbar sein zwischen schwarzem Objekt, weißem Hintergrund oder genau umgedreht, in Rot, in Blau. Es gibt also verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten. An der Seite befindet sich im Prinzip ein kleiner Hebel, um die entsprechende Schärfe einzustellen. Eine optische Vergrößerung bietet dieses handliche Gerät nicht. Das Objektiv bzw. vorne der wärmeempfindliche Teil wird durch eine Schutzkappe geschützt. Der Vorteil dieses Gerätes ist nicht nur die extreme Handlichkeit, sondern tatsächlich der wirklich günstige Einstiegspreis. Der Vorteil bei Wärmebildgeräten ist halt der, sie brauchen tatsächlich null Restlicht, weil wir hier nur über die Wärmequelle arbeiten. Viel Spaß damit, wünscht Ihnen mit Wattmanns Heil das Team Vince.